Liebe Tanja, schön, dass du hier bist im Hippocrates Institut. Ja, ich fühle mich auch richtig gut hier und freue mich, hier zu sein. Was hat dich denn bewegt, hierher zu kommen? Ich habe mich schon etwas länger, also ich ernähre mich schon etwas länger rohköstlich und habe dadurch das Hippocrates Institut kennengelernt. Und wollte, also mein großer Wunsch war eigentlich immer mal nach Florida zu kommen. Und war unglaublich glücklich, als ich dann gelesen habe, dass es jetzt hier in Deutschland stattfindet. Und habe auch gar nicht mehr lange überlegt und mich sofort gemeldet. Und ja, hier bin ich. Sehr schön und schön, dass du da bist. Ja. Und du ernährst dich schon rohköstlich auch zu Hause. Hat dir das jetzt hier nochmal einen neuen Input gegeben oder eine Erweiterung, einen Horizont? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil vorher habe ich doch noch ein paar Dinge für meinen Körper nicht richtig gemacht. Also vielleicht auch falsch kombiniert, ein paar Lebensmittel. Mir ging es natürlich schon wesentlich besser. Aber es fehlte noch was. So. Und hier konnte ich eben durch die, nochmal so ein bisschen durch die veränderte Ernährung und eben durch die Vorträge, ja, die so viele hier stattfinden, nochmal sehr viel mitnehmen. Ja, okay, toll. Ja. Und wie schmeckt dir das Essen hier? Mir schmeckt es sehr gut, ja, auf jeden Fall. Super. Und es gibt ja auch immer leckere Dressings noch dazu. Und Rohkostpizza, gell? Und Rohkostpizza hatten wir auch, totales Highlight. Ja, ja, richtig, genau. Okay. Nee, also ganz toll. Mir schmeckt es richtig gut. Merkst du jetzt schon nach 2 Wochen positive Veränderungen im Körper oder in deinem Zustand? Ja, auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen abgenommen schon. Am Anfang hatte ich gedacht, passiert gar nichts erstmal, aber tatsächlich jetzt doch. Und wir sind ja jetzt auch schon fast 2 Wochen hier. Und ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich fühle mich vitaler auf jeden Fall, wacher. Und dadurch, dass man hier natürlich dann auch in einer stressfreieren Umgebung ist, das tut natürlich alles gut. Ne? Das ist also nicht nur die Ernährung, sondern das Ganze drumherum auch. Man ist mal ein bisschen raus und kümmert sich um sich und mit viel Liebe und den ganzen Workshops, die wir hier haben, da ist das schon ganz toll. Was hat dir am allerbesten bisher gefallen? Eine Sache. Eine Sache. Und du kannst auch 3. Es sind tatsächlich viele Sachen. Also, dass Brian Clement hier war, den man kennenlernen durfte. Das Wissen, das ich hier mitnehmen durfte, das hat nochmal vieles ergänzt. Ich habe schon gedacht, ich weiß auch schon eine Menge. Und dann habe ich gedacht, ach nee, doch nicht. Nochmal viel mitgenommen. Und auch die Massagen, die wir hier bekommen, Colon Hydro ist ganz toll. Ganz tolle Menschen, finde die Menschen einfach ganz toll hier. Also auch euch, vielen Dank. Also wirklich prima, ihr habt es ganz toll aufgezogen hier. Ja. Und was würdest du anderen Menschen mitgeben, die vielleicht noch überlegen, hierher zu kommen? Also ich kann nur von mir aus sagen, für mich war es die beste Entscheidung, die ich jemals treffen konnte, hier hinzukommen. Ja, lasst euch vielleicht einfach mal drauf ein und erlebt es mal. So, ich finde den Tipp, dass man vorher vielleicht sich schon mal ein bisschen darauf vorbereitet, das ist nicht schlecht. Das habe ich auch gemacht. Dann fällt es hier einem auch noch mal ein bisschen leichter. Und ja, das würde ich so mitgeben. Toll. Vielen Dank für dein Feedback. Ja, gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Gut. Sehr schön gemacht.